Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und daheim, lieber Herr Kollege Professor Sternberg, also was die Anträge angeht, mein Intro war, mich mit dem Antrag der FDP zu befassen und in Ziffern 4. bis 6. des Beschlussteils genau das festzustellen, was Sie in Bezug auf unseren Antrag gesagt haben, nämlich, dass diese Ziffern sehr ausdrücklich Dinge vorwegnehmen, die der Runde Tisch erst noch evaluieren möchte, herausfinden möchte, gegebenenfalls Empfehlungen geben möchte und beschließen mag. Sei es drum, unser Antrag stellt genau das dar, was Sie hier ebenfalls am Pult bezeichnet haben, als politische Entscheidung. Wir hier sind nicht der Runde Tisch, auch wenn wir im Rund sitzen, aber wir hier sind die Repräsentanten des Souveränen, der Bürgerinnen und Bürger des Landes Nordrhein-Westfalen, und wir können hier politische Entscheidungen treffen, die durchaus auch in ihrer Reichweite in das hineingeht, was der Kollege Keimis gerade gesagt hatte, nämlich, dass eben nicht die Kunst, nee, die war es, die Bank mit der Kunst wackelt, nicht? Also so die Geschichte war das doch. Ja, okay, also wie auch immer, wir greifen hier tatsächlich in die Geschicke und die Entscheidungskompetenz der im Eigentum des Landes stehenden Bank ein, wenn wir der Bank als Parlament untersagen, die Kunst zu verkaufen, zumindest vorläufig und einstweilen. Und das sagt unser Antrag, das sagt er in allen Ziffern und stellt sogar in der letzten Schlussziffer fest, dass alles Weitere und darüber Hinausgehende dann im Rahmen des Runden Tisches und sei es drum auch in diesem Hohen Hause beschlossen werden möge, beraten und beschlossen werden möge. Um noch einmal auf den Antrag der FDP zurückzukommen, da wir ja hier nicht den Runden Tisch diskutieren und seine Existenz und seine Rechtfertigung, sondern den Antrag selbst. Er nimmt, wie gerade in den Ziffern genannt, 4. bis 6. aus unserer Sicht, aus Sicht der Piratenfraktion, zu stark Partikularinteressen auf. Er nimmt Interessen auf von denen, die am Geschäft mit Kunst interessiert sind, gegebenenfalls sogar davon Gewinne erwirtschaften. Und er nimmt auch die Interessen auf der Portigon AG, bedauerlicherweise. Insofern, als durch das, was hier vorgeschlagen wird in den Beschlussziffern, im Prinzip ein Preiswettbewerb in Gang gesetzt wird, der letztendlich nur der Portigon AG in die Hände spielen kann, ohne das zu berücksichtigen, was hier für Kunst und Kultur im Lande Nordrhein-Westfalen maßgeblich und besonders ist und hervorgehoben sein muss. Und auch diejenige Kunst, die nicht den Segen nationales Kulturgut erhält, muss vor einem solchen Ausverkauf gesichert werden. Und auch dazu dient unser Antrag, indem nämlich der Landtag die Landesregierung anweist, den Aufsichtsrat wiederum anzuweisen, der Mitglied der Finanzminister ist, den Aufsichtsrat dieser im Eigentum des Landes stehenden Bank anweist, Kunstverkäufe zu untersagen. In der Satzung kein einziges Wort zu Geschäften, die der Vorstand der Gesellschaft tun darf oder nicht tun darf. Übrigens ein aus meiner Erfahrung heraus sehr seltener Fall, dass eben zum Beispiel in einer Satzung gerade mal keine bestimmten Geschäfte untersagt sind. Wir können dies hier tun. Wir hier im Landtag Nordrhein-Westfalen können vermittels der Landesregierung der Portigon untersagen, einstweilen Kunst zu verkaufen. Also lassen Sie uns das tun. Nur dazu brauchen wir eine politische Entscheidung. Und diese politische Entscheidung ist hier im Hause zu treffen und nicht am runden Tisch und auch nicht im Finanzministerium und selbstverständlich, mit Verlaub, Frau Ministerin, auch nicht in Ihrem Hause. Dafür bedarf es einer Entscheidung des Parlaments. Oder aber aus freien Stücken, allerdings werden wir nicht damit zu rechnen haben, aus freien Stücken seitens des Aufsichtsrats, aber auch das geht nicht. Die Satzungsänderung kann letztendlich nur die Hauptversammlung beschließen. Und die Hauptversammlung sind wir das Land Nordrhein-Westfalen. Und noch einmal auf den Kunstaspekt zurückzukommen. Nehmen wir nun mal als einen Fall heraus die Chilida-Bänke in Münster. Da ist sozusagen, das war im Prinzip so eine Art Quasi-Schenkung. Ludwig Paulin, der Gründer der WestLB, über deren Kunstschatz wir im Prinzip hier reden, der im Wesentlichen auch den Kunstschatz mit aufgebaut hat, hat dazu gesagt, die Platzierung der Bänkeskulptur war mit dem Künstler Chilida geplant. Er hat den Preis quasi auf Null gesenkt, nämlich da mit dem Petitum, dass der Platz, auf dem diese Bänke stehen, neu gestaltet werden soll und noch ein Baum gepflanzt werden sollte. Chilida selbst sah den Vorgang als Schenkung. Und so sind viele, viele Kunstgegenstände
von der West-LB erworben worden, weil die West-LB seinerzeit auch als Förderer der Kunst in Nordrhein-Westfalen, als Förderinstrument des Landes gesehen wurde. Und dieses war sogar seinerzeit in der Satzung der West-LB verankert. Und Ludwig Paulin selbst war einer derjenigen, die dann dafür gesorgt haben. Und all das war stets mit politischem Willen untermauert. Auch dem politischen Willen der SPD, auch dem politischen Willen von Johannes Rau. Und damit haben wir es heute auch am runden Tisch zu tun. Und lassen Sie uns dafür Sorge tragen, dass eben die Kunst gesichert wird. Wir sichern sie nur nicht durch den runden Tisch. Wir brauchen hier eine ganz klare Entscheidung des Hohen Hauses darüber, wie mit der Kunst umzugehen ist. Und diese Anweisung kann nur das Parlament geben, der Landesregierung, damit diese die Portikon anweist, es zu unterlassen, einstweilen bis zur Klärung der Angelegenheit Kunst zu verkaufen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz, für die Landesregierung.